Schön, dass ihr alle da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen auf dem heißen Platz. Wer von euch ist denn am letzten Samstag schon da gewesen und hat gehört, was ich das letzte Mal gesagt habe? Ich! Okay, das ist überschaubar. Du mich bewusst wiederholen. Erstens für die, die es nicht gehört haben, und zweitens für die anderen, weil es Sachen sind, die mir wirklich wichtig sind. Erstens, ich habe euch letztes Mal vom exponentiellen Verlauf erzählt. Und warum? Weil ich es wichtig finde, dass wir unsere lieben Mitmenschen in der Schweiz bewegen, anzustehen, für ihre Stimme anzustehen, ihre Stimme zu erheben und herauszufinden, wie sie können ihre weiteren Menschen in ihrer Umwelt erreichen. Das ist mein großes Anliegen. Wer von euch kennt Exponentialkurven? Tag doppelt so viel wie vorher und dann am zweitletzten, das habe ich schon verraten, am zweitletzten Tag ist der Teich halb voll und dann geht es noch genau einen Tag und dann ist der Teich ganz voll. Wir sind uns nicht gewöhnt, die Exponentialkurve zu denken. Das entspricht unserem Wesen nicht, wir haben immer lineare Vorstellungen vom Leben. In dem Fall hilft uns aber die Exponentialkurve und ich sage euch gerne warum. Wenn wir heute 200 Menschen da auf dem Platz sind und wir das nächste Mal jeder Einzelne von uns wenn wir jetzt 200 Menschen auf dem Platz sind und jeder von uns nimmt das nächste Mal einen mit oder eine, dann sind wir das nächste Mal 400. Ich habe das da mal ausgerechnet. Es braucht 13 Generationen oder 13 Samstag, dann hätten wir 1,6 Millionen auf dem Platz. Und das ist nicht so unermesslich. Wenn wir es noch etwas krasser machen, und ich finde das immer noch nicht sehr krass, dann nimmt jeder von uns zuerst mal zwei Kollegen mit. Dann haben wir am 17. Oktober hätten wir schon 11 Millionen, aber ihr seht da drauf, das Schweizer Kreuz, das ist schon mehr als wir Schweizer sind. Aber es ist machbar. Wir sind zwar nur 200 von 8 Millionen, aber wenn wir exponentiell denken, ist das absolut machbar. Ich habe da links davon ist die Exponentialkurve aufgezeichnet. Was ganz speziell ist an diesen Exponentialkurven, von 0,001 auf 0,002, das nimmt niemand wahr. 0,002 auf 0,004, das nimmt niemand wahr. 0,004 auf 0,008, das nimmt niemand wahr. Aber wenn es über 1 ist, dann explodiert das Teil. Und dann ist die Entwicklung schon lange gelaufen. Dann gibt sie sich schon. Behaltet das im Kopf. Ich ermutige neue Menschen mitzunehmen. Und ich will jetzt noch ein bisschen... Nein, da gibt es etwas ganz, ganz Wichtiges zu sagen daraus. Wer kennt PM, Transzendentale Meditation? Wer kennt Lasertechnik ein bisschen? Lasertechnik. Ich erkläre euch warum. In der Lasertechnik und in der transzendentalen Meditation, und ich bin bewusst... In der Lasertechnik und in der transzendentalen Meditation, also in der Wissenschaft und in der Meditation, aber es ist die Meditation, die am besten wissenschaftlich erforscht ist über Jahrzehnte, zeigt sich, dass wenn die Wurzel aus 1% der Bevölkerung ganz klar ausgerichtet ist, dann kippen alle die Menschen, die nicht ganz sicher sind. Und das ist eine ganz, ganz grosse Mehrheit. Das haben sie zum Beispiel in der transzendentalen Meditation so gemacht. Sie haben mit 10'000 Leuten in amerikanischen Städten meditiert. In dem Moment, wo etwa 10'000 Leute in dieser Stadt meditiert haben oder in verschiedenen Städten meditiert haben, ist die Kriminalitätsrate drastisch gefallen. Die Polizisten haben können ihre Schuhe putzen, ihre Kleider flicken, mit ihren Freundinnen flirten. Das hat es vorher nicht gegeben. Das ist sehr klar messbar gewesen und immer wieder. Das heisst, eine kleine Menge, die sehr klar ausgerichtet ist, bringt es an, um eine grosse Menge zu kippen. Nämlich alle die, die nicht ganz sicher sind und innerlich ein bisschen unsicher sind und ein bisschen labil. Wir können das für die Schweiz. Wir haben das letzte Mal ein bisschen über Kommunikation und über die Einwandbehandlung geredet. Und dort möchte ich jetzt weitermachen. Warum? Weil mein
grossen Schmerz und meine grosse Freude zwischen ihnen immer an der Kommunikation hängen. Die Neins, die wir bekommen, die schroffen, zum Teil Antworten, die wir bekommen, dort scheint es mir wichtig zu sein, dass wir wieder alle miteinander lernen, kommunizieren, in vielen Sachen. Und ich habe mir zwei, drei Punkte herausgeschrieben, die mir wirklich wichtig sind. Das eine ist Einwandbehandlung aus dem Verkauf. Verkauf ist ganz ähnlich wie Verführung, ist ganz ähnlich wie Hypnose. Es geht immer ums Gleiche. Eigentlich geht es darum, dass wir Beziehung machen mit unseren Gegenüber. Dass wir beziehungsfähig sind. Und Beziehungsfähigkeit fragt irgendeine Frau, die es nicht kennt, oder wir Männer, geht immer auf Langsamkeit. Oder fast immer. Das ist mein Hauptding, das ich von den Frauen höre und wo ich sehe, dass es funktioniert. Und wenn ich jetzt einen Menschen mit einer Maske gesehen habe, ist es unglaublich hilfreich, so verstehe ich es zumindest, wenn ich mal angegangen und ihn frage, ob er einen Moment Zeit hat für mich. Und wenn ich mich vorstelle, wenn ich ihn frage, wie er oder sie heisst. Und wenn ich nachher frage, eine absolut offene Frage, wie die ganze Situation für ihn jetzt ist, vielleicht nicht einmal über die Maske, oder nicht über die Maske, und ihm dann einfach mal zuhören. Einfach mal zuhören. Man weiss aus Untersuchungen, dass egal was ich sage, wenn ich eine Beziehung habe mit dem Gegenüber, ist es höchstwahrscheinlich cool, was ich sage. Und wenn ich keine Beziehung habe mit dem Gegenüber, ist es höchstwahrscheinlich uncool, was ich sage. Wenn ich will, dass ich angenommen werden kann in meiner Aussage, ist es unglaublich cool, wenn ich mit dem Gegenüber vorher eine Beziehung gemacht habe. Es muss nicht 100 Jahre sein, aber es muss eine prägende Beziehung sein für das, was nachher kommt. Und die baut sich mit der Zeit auf. Und es gibt, letztes Mal haben wir gesagt, Einwandbehandlungen gibt es. Wenn jemand dann sagt, wenn ich frage, warum ziehst du Masken an, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn er mir dann irgendetwas sagt und ich bin still, ist das ein. Wir können das mal schnell ausprobieren. Nicolo, hast du Lust? Komm mal schnell dahin. Das ist Nicolo. Willkommen Nicolo, danke, dass du den Mut hast. Hallo. Also Nicolo, du wärst jetzt einer von den Maskenträgern. Sehr schwierig, das kann ich glaube nicht. Du bist gut im Reden, das schaffst du schon. Also schau jetzt, du wärst ein Maskenträger. Und ich bin zu dir gekommen und ich habe jetzt gesagt, schau, ich bin David. Wer bist du? Sepp. Hallo. Gut. Ich habe gesehen, dass du Masken trägst. Das interessiert mich. Warum ziehst du eine Maske an? Ja, das machen doch alle, oder? Okay, und jetzt könnte ich ja gerade argumentieren und dagegen argumentieren. Es gibt aber andere Möglichkeiten. Ein Ding ist warum. Und ich kann warum nochmal bringen und ich kann warum nochmal bringen. Und die Frage wird genommen. Die Magie von der Frage ist, dass wenn ich sie mehrmals stelle, dass sie anfangen tiefer wirken. Das findet ihr raus, wenn ihr es gegenüber fragt, wer bist du? Wenn ihr es nochmal fragt und nochmal fragt, das geht in tiefere Schichten. Warum ist mächtig. Was ihr aber auch könnt machen, ist, ihr seid einfach still. Wir probieren das nochmal schnell. Nick, Sepp, warum hast du eine Maske an? Ja, das sagt ja die Regierung, oder? Und jetzt bin ich einfach mal still. Und dann kannst du mir, Nicolo, sagen, was mit dir passiert, wenn da nichts kommt und ich dich mit Liebe anschaue, aber ich bin einfach still. Jetzt ziehe ich natürlich sofort Masken an, oder? Also was ich oft beobachte, ist, dass eine gewisse Unsicherheit wahrnimmt, passiert und dass die Frage nochmal viel tiefer genommen wird. Schweigen ist eine coole Antwort. Warum fragen ist eine coole Antwort. Es gibt noch 21 Minuten mögliche alternative Einwandbehandlungsmöglichkeiten. Die gehe ich jetzt nicht. Ich will euch nicht überschlagen mit diesen Sachen. Aber wer will mehr wissen, ich bin da. Jetzt sind das Zeiten, die herausfordernd sind für uns. Also mindestens für mich. Ich habe Rechte höchst, ich habe Rechte tiefs. Und meine Erfahrung ist, wenn ich in einem Tief rausgehe, dann ist es unendlich schwierig, um die Menschen zu erreichen. Aber was mache ich dann? Vielleicht habe ich dann Zeit. Vielleicht muss ich auf den ÖV oder sonst irgendetwas. Ich sage euch, was für mich wirklich stabil und immer wieder funktioniert, wenn ich mich in kurzer Zeit aufbaue. Ohne Drogen, ganz allein und ohne, dass ich etwas kaufen muss. Wenn ich ansitze und mir 20, 30 Punkte aufschreibe, für weil ich, dass ich dankbar bin in meinem Leben, zum Beispiel, dass meine Mutter mir das Leben geschenkt hat, dass mein Papi mich gezeugt hat, dass meine Lehrer mich ausgebildet haben, dass meine Kunden mich buchen und zahlen, wenn ich mir 20, 30 Punkte aufschreibe,
was mir Dankbarkeit erzeugt in meinem Leben. Dann geht es nicht länger als 5 Minuten und ich spüre Wellen, ähnlich wie wenn jemand Drogen nimmt, wo die Dankbarkeit kommt. Und wenn ich dann rausgehe, dann ist es einfach zum Leuten erreichen, weil die Menschen immer Freude haben, wenn jemand kommt, der mit Liebe gefüllt ist. Die Alternative ist, nebst der Dankbarkeit, was liebe ich, was tut mir gut, was hat mich gefreut, was auch immer. Das sind Schwingungen, die euch aufbringen. Und das sind Sachen, die gerade jetzt in dieser Zeit, wo viele Leute Angst haben, euch attraktiv machen. Es funktioniert in jeder Hinsicht. Menschen finden dann nicht eigentlich euch cool, sondern die Schwingung von der Liebe. Das ist noch wichtig zu verstehen. Was wir als brave Schweizer nicht so gut können, ist wahrzunehmen, dass wir Störer sind. Wer von euch ist ein Störer in der Wahrnehmung von euren Menschen rundherum? Ganz viele von euch sind offensichtlich Störer. Und ich finde das nicht so lustig. Ich habe recht gelitten an dem. Ich mache das ja nicht, weil ich nachher mehr Sex, mehr Geld oder sonst irgendetwas habe. Ich mache das verdammt nochmal aus Liebe zu dem Kollektiv und zum Leben. Also, wir sind Störer. Es ist ein heiliger Auftrag, ein dysfunktionales System zu stören. Habt ihr mich gehört? Es ist ein heiliger Auftrag, ein dysfunktionales System zu stören. Mit Liebe, mit Achtsamkeit, aber mit Beständigkeit. Was mir oft passiert, im Facebook und auf dem Platz und überall, dass ich als Rechtsextremen, als Sektierer, als ich weiß nicht was, alle möglichen Ehrentitel überkomme. Von Fremden, wenn ich das von dir, Michael, überkomme, wo mich seit 20 Jahren kennt, oder wenn ich das von dir überkomme, dann muss ich mich schon am Kopf kratzen. Aber wenn ich das von einem wildfremden Menschen überkomme, dann weiss ich mittlerweile, er oder sie kennt mich gar nicht. Ich darf das gar nicht ernst nehmen. Was aber sich immer zeigt, ist, dass genau das passiert, wenn Menschen kein Argument mehr haben. Sie sind irritiert. Es ist ein Glaubenskrieg. Ich habe einen von ihren heiligen Glaubenskriegen angegriffen. Okay, das ist nicht cool. Für das kann ich Mitgefühl haben. Aber ich bleibe dran. Es gibt nochmal etwas, was mir wichtig scheint, als Werkzeug. Ich habe das von einem von diesen Aufwachlehrern, der im Moment am erfolgreichsten ist, die Menschen im spirituellen Sinn aufzuwecken. Und es ist ein Werkzeug, das mir sehr wertvoll ist. Wenn wir angegriffen werden, wenn wir abgewendet überkommen von unseren Gegenüber, wenn wir als blöde angestellt werden, also als Rechtsextremen oder alles, was man uns sonst noch erzählt, ist das für mich jedes Mal richtig schmerzhaft. Für euch auch. Wenn ich dann drüber gegangen und anfangen etwas anderes zu machen, wenn ich dann drüber gegangen in Gedanken, wie sich dem Arschloch könnte es leid tun, wenn ich dann drüber gegangen und quasi meinen Schmerz missachte, dann verschleike ich den und das nächste Mal wird es noch schlimmer. Das tut uns nicht gut. Mal schauen, wie das geht. Also, wir sind dort, wo wir verletzt worden sind von wildfremden Menschen oder auch von Menschen, die uns näher sind. Von denen von der Familie finde ich es immer am absolut schwierigsten. Ihr auch? Ja! Meine Mami, mein Papi, die finden irgendwie, du bist komisch, du darfst nicht mehr über das reden, ich bin heute in der Heirat eingeladen. Sie sagen mir, du darfst kommen, aber du darfst nicht über Corona reden. Okay. Also, wenn ihr solche Schmerzen und Verletzungen überkommt und ihr drüber geht, so wie wir sie in unserer Kultur machen, tut es euch weh und es verschleppt sich. Es entzündet sich gewissermaßen in eurem Herz. Ich sage euch, was für mich wirklich funktioniert. Ich muss mich zurückziehen, und ich bin mittlerweile, glaube ich, schnell, 5 oder 10 Minuten Zeit nehmen, wo ich meine Augen zumache und wo ich einfach den verdammten Schmerz spüre und es tut verdammt weh. Ich spüre einfach nur meinen Schmerz. Fertig. Und dann kommen Gedanken aus Abwehr, weil man es nicht lange spüren, weil es wirklich verdammt weh tut. Die sind willkommen und können gerade wieder gehen. Und dann kommen Strategien, wie könnte ich das planen und wie könnte ich das in Zukunft vermeiden. Die könnt ihr gerade wieder loslassen. Und dann kommen Handlungsvorschläge, dann gehe ich nie mehr an und blonde will ich sowieso nie mehr. Die könnt ihr gerade wieder loslassen. Es geht nur darum, dass ihr den Schmerz spürt. Und ich verspreche euch, er geht vorbei. Manchmal braucht es eine halbe Stunde, manchmal braucht es 5 Minuten. Es geht vorbei. Aber nachher sind ihr frei. Und sonst sammelt ihr den verdammten Scheiß und werdet schwerer und trauriger und schwieriger und das Leben macht keinen Sinn mehr.
spüren es durch, das ist meine Einladung. Ungestört, nichts machen, den Körper loslassen, alles loslassen. Ich habe diese Woche ein Schreiben bekommen von der Uni Zürich, dass ich eingeladen werde für Teilnahme an der Studie Corona Immunitas vom Kanton Zürich. Also Corona Immunitas ist ein schweizweites Forschungsinstitut von über 20 Studien von der Swiss School of Public Health. Mit dieser Studie wenn es die Ausbreitung des neuen Coronavirus und die Immunität vom Kanton Zürich untersuchen. Die Resultate sollen wichtige Erkenntnisse über den Verlauf der Epidemie liefern, das Verständnis über den Virus vertiefen und die Politik bei zukünftigen Entscheidungen unterstützen. Der Nutzen ist, das Resultat kommt der Gesellschaft gut, weil die aktuell verfügbaren Tests nicht ganz genau messen. Hört gut zu, die aktuellen Tests messen nicht ganz genau und das Resultat kann falsch sein. Finanziert wird das Projekt durch die Foundation Raising von SSPH, Mittel vom Bundesamt für Gesundheit, von privaten Geldgebern und durch die Gesundheitsdirektion vom Kanton Zürich und durch die Pandemieforschung von der Universität Zürich, also von unseren Steuergeldern. Dazu noch ein paar Detailinformationen. Also ich werde über den eigenen Testresultat informiert. Aktuell sind die gebräuchlichen Tests zum Nachweis von Antikörpern zwar gut, aber noch nicht ganz perfekt. Falls Sie ein positives Testresultat erhalten, besteht Möglichkeit, dass das Testresultat falsch ist und Sie in Wahrheit kein Antikörper gegen das neue Coronavirus entwickelt haben. Ein negatives Testresultat ist mit grosser Wahrscheinlichkeit korrekt. Unsere wissenschaftlichen Kenntnisse sind noch begrenzt. Weil mich das alles zusammen so irritiert hat und ich gedacht habe, ich bin im falschen Film, weil ich gelesen habe, dass sie selber zugeben, dass sie keine objektive rechte Resultate haben. Habe ich ihnen ein Mail geschrieben, auch mit der Frage, ob sie sich eigentlich bewusst sind, was sie anrichten mit ihren Falschverbreitungen von Informationen. Wenn sie weiter Panik schüren in der Gesellschaft und die Gesellschaft ganz zerstören, wenn sie wirklich mit ihren ungenügenden Tests alles zusammen so weiterführen wie bis jetzt und immer noch mehr verschärfen. Also, das wäre. Hallo, meine Familie! Schön, sind wir da! Jedes Mal am Samstag wieder eine riesige Energie da drauf auf dem Platz. Ich glaube, den Platz vermisst uns einmal auch. Es ist wieder unglaublich, wie viele Leute das da sind und wie viele neue Gesichter ich sehe. Ich heiße alle Neuen auch willkommen in unserer Familie. Wir geben uns gegenseitig Rückhalt und wir geben uns auch psychisch Unterstützung, weil da kann man sich aussprechen.
Da können wir all das bereden, was man mit den Leuten da aussen leider nicht so tiefgründig kann bereden, wo man in sehr die Anfangsschritte muss anfangen, um sie langsam über eine andere Wahrheit können überzeugen. Ihr wisst, letztes Wochenende am Samstag hat es in Berlin eine Demo gegeben und das sind locker, also niemand weiß es wirklich, aber das sind locker über eine halbe Million gewesen. Also ganz sicher mehr als eine halbe Million, ob es jetzt 3,5 gewesen sind, sei dahingestellt. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben da über eine Million Leute, sagen sie, auf dem Platz gehabt in Berlin. Und viele in Deutschland haben gar nicht einmal kommen können, weil sie keine Zeit hatten, mussten arbeiten oder ihnen der Weg abgesperrt worden ist, Gleise irgendwie beschädigt worden sind, dass Züge nicht fahren. Weil sie haben Angst. Sie haben Angst vor der Potenzierung, die David vorher erzählt hat. Wenn es das mal schon 1 Million gewesen sind, dann wird am 29. August in Berlin wird's Paradies los sein, nicht Hell, Paradies. Da werden Minimum 4 Millionen, 5 Millionen Leute sein. Und dann wird das kippen. Und wir hoffen, dass die Welle auch in die Schweiz überschwappt. Und damit das so passiert, soll ich alle von ganz Europa, von der ganzen Welt einladen, auch am 29. August auf Berlin zu kommen und dort Solidarität zu beweisen mit allen Menschen. Egal, ob Muslim, Christ, Jude, Schwarz, Weiß, Deutsch, Italiener, Türk, was auch immer, wir sind alle Menschen und das hat man an dem 1. August nochmal eindeutig bewiesen. Da haben sogar Polizisten geschaut, dass wir kein Wasser bekommen, dass wir vorher schon verdurstet und den Platz verlassen, weil die Veranstaltung untersagt worden ist und abgebrochen worden ist und uns der Strom abgestellt worden ist. Und das ist so schön gewesen, haben sie das gemacht. Danke, danke. Ich sage jedes Mal immer wieder Danke zu all den Massnahmen, weil der Kind wird immer stärker. Wir haben immer wie besser zusammen, immer wie mehr hat das Erfolg von dem, umso mehr die das so übertreiben. Danke vielmals. Ich könnte nochmal, wie ich letztes Mal gemacht habe, einfach mal auch ein bisschen ruhig sein. Weil die Ruhe hat manchmal viel mehr Kraft, als dass man viel am Reden ist. Darum lade ich euch alle zusammen nochmal ein, mit mir zusammen, 5 grosse Atemzüge zu nehmen, tief rein und tief raus. Spürt die Energie, die auf dem Platz ist, spürt die Energie von der Familie und nehmt sie tief in euch rein und lasst eure Sorgen und all die schlechten Momente, die ihr schon erlebt habt bezüglich dem Corona, lasst mit jedem Atemstoß mit dem CO2 zusammen raus. Und da wir keine Maske haben, sollte es kein Problem sein, raus damit. Ich tue jetzt weiterreden und ihr könnt jedes Mal einen tiefen Atemzug nehmen. Jetzt nehmen wir mal einen tiefen Atemzug Liebe, einen ganz tiefen Atemzug Liebe und Zufriedenheit. Ganz tief rein, bis im Bauch runter, bitte. Und all die Sorgen wieder raus. Ganz tief raus, bis das ganze Luft raus ist. Auf, raus, bitte. Und nochmal ganz tief. Zuversicht und Hoffnung einatmen. Und wieder raus. Und nochmal, ein ist die Energie von der Sonne, von der Natur, von der Herrlichkeit, in der wir innen leben. Und leider geblendet werden, um das zu erkennen, weil wir da mit anderen Sorgen, die keine sind, konfrontiert werden. Innen mit der Energie. Und alle Sorgen und alle schlechten Momente und alle mühsamen Leute, die wir, ja, die einen verletzt haben, wieder ausschnaufen. Und nochmal ganz tief rein, das letzte Mal, ganz viel Verständnis einatmen. Und jetzt ganz viel Vergebung ausatmen und das ganze Schlechte rauslassen. Und all den Menschen, die einen verletzt haben, ob seelisch oder körperlich oder wie auch immer, lasst die Schmerzen los und lasst die Kraft von eurem Herzen wirken. Danke euch alle, dass ihr da seid
Und es geht weiter, jedes Mal doppelt so viel. Danke euch allen, dass ihr andere mitnehmt. Merci. Hallo miteinander. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Anliegen heute sind zweierlei. Jetzt haben wir vorher von Multiplikation gehört, wie man das am besten angattigen, dass wir mehr Leute auf den Platz bringen. Und das ist mein Kernanliegen. Ich finde das schön, dass wir uns jeden Samstag hier treffen. Ich bin jetzt erst das dritte Mal da. Aber ich werde auch in Zukunft gerne hierher kommen und ich muss zu meiner Schande, das ist meine persönliche Einschätzung, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin allein gekommen. Also nichts von Multiplikation. Jetzt habe ich vorhin den Flyer bekommen, da steht drauf, wollt ihr wirklich den endlosen Lockdown? Und meine Frage ist einfach, wo gehört denn der Flyer an? Gehört der hierher? Zu den Leuten, die aufgewacht sind, oder gehört er in die Straßen und in die Gassen in der Stadt Zürich? Brauchen die Aufklärung noch? Oder haben sie den Auftrag verstanden, dass wir rausgehen zu den Leuten, die sie liebevoll Schlafschaf nennen? Das ist nicht böse gemeint, aber die Leute, die laufen durch Zürich. Und haben noch nicht gemerkt, was passiert in unserem Land. Und heute dürfen wir uns frei hier versammeln. Die Polizei, unsere Kollegen, unsere Freunde und Helfer fahren ihre Runden, schauen, was wir hier machen. Noch die Frage, wollt ihr wirklich den endlosen Lockdown? Nein! Aber wenn der kommt, was machen wir denn? Dann ist wieder vorbei mit Versammlungsfreiheit. Dann ist vorbei mit Grillieren und Bier trinken und gemütlich zusammen sein da, jeden Tag. Dann heisst es wieder, Versammlung an 5 Personen sind verboten. Dann werden wir wieder verräumt, haben wir alles schon erlebt. Und darum möchte ich einfach einen Aufruf machen, dass wir nicht mit dem Ziel heimgehen, mal nächsten Samstag komme ich dann mit jemandem vorbei. Da aussen laufen ein Haufen Leute rum und wir haben Flyermaterial da zur Genüge. Was hindert euch daran, aufzustehen aus unserem Stühli und rauszugehen und mit den Leuten zu reden, die nicht aufgeklärt sind, die nicht wissen, was läuft? Ich will nicht nur reden, ich will auch machen. Das ist meine Verantwortung mit den Leuten, die nur reden. Sie bezwecken am Schluss nichts. Ich weiss auch, dass nicht alle sich fit fühlen oder parat fühlen, um jetzt rauszugehen, jetzt ganz mit den Leuten zu reden. Aber wir haben den David da, wir haben den Dani da, die haben eine Ahnung, wie das Ganze funktionieren kann. Und deswegen müsst ihr euch dort anschliessen und informieren lassen, instruieren lassen, damit ihr einen Mut bekommt, zu dem, was ihr in eurem Herzen drin habt, auch rauszutragen. Zu unseren Lieben, Schlafschau. Danke, Herr Grosser. Also, als nächstes für Ada, gerne auch noch etwas sagen. Ein grosser Applaus für Ada. Okay, Leute, ich glaube, es ist Zeit, dass da mal ein paar wahre Worte kommen. Ja, ik ben wel.
müssen wir schauen, dass wir in der Liebe bleiben, aber ab und zu muss auch der göttliche Zahn sprechen, oder? Also als nächstes ein grosser Applaus für Dada. Ja, die, die das letzte Mal schon da waren, haben es vielleicht mitbekommen. Ich habe von den Zahlen geredet. 0,01% die gestorben sind das Jahr. Mit Corona, eventuell nicht an Corona. Weil es wird auch ein Verkehrstote, ein Suizidtote oder ein Krebskranker, der am Krebs stirbt, auch mit eingerechnet. Und jetzt möchte ich, dass wir es mal umkehren. Jetzt schauen wir die, die überlebt haben, an. Das sind 99,9%. 99,9% müssen jetzt isoliert werden, mit Masken tragen. Die alten Leute bei uns im Altersheim werden eingesperrt hinter Metallzügen. Könnt ihr mal dahinter schauen, da hat es so einen. Der Besuch, der kommt, muss durch den Zaun durch, mit ihren Angehörigen reden. Sollen wir mal überlegen, was das heisst für die alten Leute? Ohne Kontakt, ohne Berühren. Ohne Kontakt, ohne Berühren. Sterben müssen sie allein. Ich finde das wahnsinnig. Das ist einfach menschenrechtsunwürdig. Danke. Ich wollte nur sagen, ich habe letztens über die ganze Situation noch mal nachgedacht. Und mir ist ganz ein guter Spruch eingefallen. Es ist, was da läuft, gerade ein Milliardengeschäft und die sind alle auf ihrem Markt. Und ich wollte mit dem Satz ich einfach bewirken, dass Menschen die Augen öffnen und noch mal darüber nachdenken und nicht immer nur auf die Medien zugreifen und das glauben. Ich sage immer, es ist deine Entscheidung, was du machst schlussendlich. Ich lebe mit meinen Konsequenzen und du mit deinen. Aber ich will nicht mich unterwerfen an dem ganzen Staat und das alles zulassen, was sie jetzt mit uns machen Danke vielmals für die inspirierten Worte. Merci vielmals. Und auch danke an den. Ja, man, mega traurig, was mit unseren Alten gemacht hat, dass man sie isoliert. Das ist eigentlich immer traurig und unmenschlich. Als nächstes, wir gehen Eli noch etwas sagen. Ah, nein. Will sonst noch irgendetwas Open Mic? Sonst werden wir da die Runde mal abschliessen. Viel inspiriert gesagt worden. Ah, der Albert kommt noch. Ja, einen grossen Applaus für den Albert. Er ist seit 30 Jahren für uns gegen den Bundesverfassung unterwegs. Ja, danke vielmals, dass ihr mir immer noch zuhört, nach dieser langen Zeit, wo wir hier schon auf dem Platz sind. Ich habe vorher die Emotion mitbekommen, das kann ich voll begreifen. Ich bin auch so und tue mich da versuchen, ein bisschen zurückzusehen. Aber zu den Zahlen von vorher noch, ich kann das auch ergänzen. Also, wir haben die Zahlen sind das Wichtigste in der Beurteilung von dem ganzen... Von dem ganzen Pandemie- und Epidemie-Betrug sind die Zahlen die wichtigsten Grundlagen. Und dort hat ja die Zahlung von der Frau Sommaruga zum 1. August, dass wir eine starke Medien haben, die kritisch sind und die Wahrheit schreiben natürlich, wenn sie sollen kritisch sein. Dort haben sie auch einen gewaltenteilten Justiz gewünscht und das darf aber nicht in der Theorie bleiben, sonst wäre es reiner Populismus von der Frau Sommaruga, sondern wir müssen das alle miteinander in der Praxis einfordern. Dass wir wieder eine verfassungsmäßige Schweiz haben und dass wir den Pandemiebetrug von der WHO stoppen können, dass wir den Epidemiebetrug vom Bundesrat ebenfalls stoppen können, weil ich es nur immer ganz einfach erklären kann. Von den Zahlen her, das Bundesamt für Statistik, das ist das, was sich eigentlich der Bundesrat muss darauf berufen, hat im ersten Halbjahr auch die Todesfallrate notiert und veröffentlicht. Und wir haben im 2020, für das erste halbe Jahr, haben wir nicht nur weltweit keine überhöhte Todesfallrate, sondern auch in der Schweiz haben wir die zweitiefste Todesfallrate von
letzten 6 Jahren. Das muss man sich mal zu Gemüte führen. Das heisst, alles, was der Bundesrat gemacht hat und jetzt immer noch versucht, mitsamt dem Parlament mittlerweile oder immer noch, weil die haben sich auch noch nicht gegenteilig geäußert, wenn weiterführen, das ist völlig nicht nur verhältnismäßig falsch, sondern eben grundfalsch. Es ist willkürlich und eben, weil man es weiss, dass die Zahlen ganz anders sind und dass es keine Epidemie ist, aber wir immer wieder auf die Epidemie zurückführt, alle Massnahmen, dann ist es eben kriminell. Und wenn wir einen Bundesrat haben, der nicht einmal fähig ist, für die Amtszeit richtig abzulegen, am 11.12.2019, wo er ja grundsätzlich dann illegal wirkt, ohne Amtszeit, das kann man alles belegen, das belegt das Gesetz auch, das belegen Tatsachen, und nachher eine Frau Sommaruga an die Auslandschweizer das Wort richtet, auf den 1. August, mit diesen frommen Wünschen, wo eigentlich alles nach der Verfassung gerichtet ist, aber wo man in Tat und Wahrheit eben nicht umsetzt. Und dazu noch während 3 Minuten lang krampfhaft immer wieder die Raute faltet mit den Händen. Aber eben nicht einmal das Gelübde kann richtig abbrechen vorher. Das ist ein höchster Verrat am Schweizer Volk. Und das wollen wir uns nicht bieten lassen. Und darum kommen bitte immer wieder auf den Platz. Wir müssen mehr werden. Wir haben Gegenantwort mit unserer Verfassung und mit dem Amtszeit, wo alle Politiker und Behörden an Grundrecht von unserer Verfassung gebunden sind. Denkt daran, wenn wir weiterhin schikaniert werden mit solchen Massnahmen, wir haben das Recht in der Hand, das Recht ist auf unserer Seite und die ganzen Behörden sind der Tatsachenbeweis schuldig, dass wir wirklich eine Epidemie hätten. Haben wir aber nicht. Also bleibt stark und wehret euch für unsere Rechte, für unsere Menschenrechte, auch für unsere Völkerrechte. Und darum haben wir die Verfassung und die Schweizer Fahne weiterhin hoch. Danke vielmals. Großer Applaus für den Albert. Merci vielmals. Ja, eigentlich sind wir im Recht, laut Grundrecht. Ich sage es ganz ehrlich, ich zahle auch keine Steuern mehr, bis das alles aufgeschafft wird mit dem Bundesrat. So, ich tue das jedem ans Herz legen. Ich zahle keine Steuern mehr, Mann, wir werden verarscht. Das ist ein ganz frommer Wunsch, keine Steuern mehr zu zahlen. Das habe ich eben auch praktiziert, weil sie mich zu Unrecht beschuldigt haben, als Steuerhinterzieher, wo ich im Kanton Schweiz, wo ich alles konnte belegen, dass es eben nicht so ist. Wo ich die Steuererklärung, haben sie mir die unterschriebene Steuererklärung ausgehebelt, für nicht gültig erklärt und haben irgendeinen Fresszettel, den sie irgendwo gefunden haben, in mir zugeschoben, der mit mir direkt gar nichts zu tun hat und haben mich der Steuerhinterziehung beschuldigt. Ich bin 7-mal am Bezirksgericht, ich bin 7-mal am Kantonsgericht, ich bin 2-mal ans Verwaltungsgericht gelangt. Es ist nie der Sachverhalt festgestellt wurde oder geprüft wurde. Wir haben es nur immer formell etwas abgewiesen. Ich habe nachher auch vom Betreibungsamt, auch das habe ich als Rentner zuerst mal erlebt, das Betreibungsamt. Da kommen mittlerweile vom Betreibungsamt kommen offene Belege mit dem Pöster. Wenn ihr das einmal überlegen, was das personenschützerisch und dokumentenschützerisch bedeutet. Und wir haben mir im letzten November, Dezember, hat man mir im Namen der Schweizerischen Eidgenossenschaft durch die Steuerbehörde Schweiz hat man mir direkt vom Bankkonto Geld abgezogen. Direkt vom Bankkonto Geld abgezogen aufgrund von einem Fresszettel, der gegen meine unterschriebene und korrekte Steuererklärung eingeleitet worden ist oder auf die Waage gelegt worden ist. Also völlig willkürlich. Wenn sie uns schädigen, wenn sie unser Eigentum schädigen, Artikel 26 Bundesverfassung geht das auch, sie werden alle Tricks anwenden und machen das noch im Namen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Krimineller geht es nicht mehr und holen nachher das Geld noch direkt vom Bankkonto ab. Musik
Thank you.